Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze von Borgheide News TV. Wie immer natürlich am Montag mit den neuesten Nachrichten aus und um und von Borgheide und natürlich mittlerweile tatsächlich schon von überall aus der Welt. Am 18.11., wir fangen gleich mal an, am 18.11. von 11 bis 17 Uhr gibt es in der Hoffleischerei Kaplik in Altborg wieder eine Grillparty, so wie ich hier erfahren habe. Es ist das traditionelle Abgrillen zum Saisonende und natürlich wieder Hof Verkauf in Altborg Nummer 4, wie mir Ingo mitteilte. Also wer Spaß hat und mal so richtig wieder gegrilltes essen möchte und natürlich sich mit frischem Fleisch und frischer Wurst eindecken möchte, fährt einfach am 18.11. zwischen 11 und 17 Uhr nach Altborg. Ja, und dann gab es noch eine Protestdemonstration gegen Windräder. Fast 300 Menschen protestierten am geplanten Standort der Windräder bei Reesdorf im Wald. Dort sollen ja künftig mit Genehmigung des Landesumweltamtes 12 Windräder mitten im Wald aufgestellt werden. Dagegen waren wirklich viele, viele Menschen zum Protest angetreten. Zum Beispiel alle drei betroffenen Waldgemeinden waren dort, Borgheide, Borgwalde und Fichtenwalde. Und die wurden auch durch die Bürgermeister bzw. durch ihre Ortsvorsteher vertreten, unterstützt wurden sie natürlich auch, was heißt natürlich, so natürlich scheint es gar nicht mehr zu sein, von der Bürgermeisterin aus Werder, Manuela Sass. Ja, gesund ist das nicht, was sie tun, aber wir haben hier einen kleinen Mitschnitt von der Demonstration. Bitteschön. Und das heißt, wir haben hier noch ein Verhältnis in Deutschland, recht ungewöhnliches, geschlossenes Waldgebiet. Es kann nicht sein, dass dieses Waldgebiet für einen zweifelhaften Nutzen jetzt aufgegeben wird, zerschnitten wird. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Ja, es sind Veränderungen notwendig, das ist richtig, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass die Veränderungen sinnvoll sind. Und da gehört eben Windkraft im Wald nicht dazu. Da habe ich noch das allerletzte Wort. Also vielen Dank nochmal an Herrn Groschardt. Das ist wirklich eine große Überraschung. Also muss ich sagen, toll, dass Sie gekommen sind. Ja, danke. Ja, das war es erst einmal dazu. Ich hoffe, es kommt doch nicht zu diesen Windrädern und die Politik lässt sich dort noch erweichen, ihr Vorhaben dort nicht durchzusetzen. So, dann haben wir natürlich gleich Sport. Wir haben gar nicht so viel heute, aber jetzt kommen wir zum Sport. Und da fangen wir nicht an mit Fußball, obwohl auch das noch kommt, sondern mit B2B Racing. Ja, wir haben hier, was gleich kommen wird, ein Grußwort vom Team, welches wir natürlich auf der Facebook-Seite B2B, also Team B2B Racing, sowie im Video, mit Videozusammenschnitten auf YouTube begleiten wollen. Momentan befindet sich das Team in der Gegend von Tarragona. Das ist gut 1200 Kilometer vom Etappenziel Algeciras, wie mir der Aussprache-Lehrer Kai mitgeteilt hat. Und die wollen heute noch circa 700 Kilometer bis Malaga durchziehen. Ja Mensch, wenn man auf die Uhr guckt, es ist jetzt kurz nach 18 Uhr, da haben sie noch ein bisschen was vor sich. Aber hier ist das Video mit dem Grußwort von Marcel. Jo, hallo Borgheide, hallo Welt. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Valencia und müssen irgendwie unsere riesengroße Enttäuschung verdauen, dass das Dalí-Museum geschlossen ist. Ja, haben total schöne Landschaften und kommen eigentlich auch immer gut voran. Wetter wird jetzt auch besser, nachts hat es ein bisschen geregnet. Aber jetzt scheint die Sonne und wir freuen uns auf alles, was kommt. Peace. Ach so, und wir gratulieren natürlich dem BSV 90 für ihren wohlverdienten 2:0 Sieg. Wie wir gehört haben, war es eine etwas knifflige und spannende Partie, die aber mit einem Sieg belohnt wurde. Glückwunsch nochmal von uns. So, Franz. Du filmst uns schon wieder, oder was?
aus einer anderen Perspektive mal. Ist das? Aus einer anderen Perspektive, wo hast du das Ding hingeschnallt? Da. Ja, danke Marcel und wie gesagt, euch noch viel Glück, viel Spaß weiterhin. Genießt die Zeit, ihr habt echt noch genug Zeit und wir begleiten euch weiterhin und bringen das Neueste, was wir von euch geliefert bekommen, auf eurer Facebook-Seite und eben im YouTube-Kanal. So, kommen wir jetzt zum Fußball. Fußball war gewesen, der BSV 90 hat 2:0 gegen den FSV Großkreuz 2 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es war ein wirklich heißes Spiel gewesen. Sehr nervös, muss ich sagen. Die Zuschauer standen alle mit Herzkammerflimmern dort. Aber das Spiel wurde gewonnen. 3 Punkte sind im Borkheide geblieben. Und hier ist die Zusammenfassung und das Urteil des Trainers Hartmut. Bitteschön. Ja, Hartmut, sag mal, das war ein heißes Spiel. Die Zuschauer, die hatten alle Herzkasper gehabt. Sag mal, erzähl mal was zu dem Spiel. Ja, also... Ich habe vor dem Spiel schon meine Mannschaft gewarnt vor diesem Gegner. Ja. Zweite Mannschaften sind Wundertüten und die Tabellenkonstellation, da darf man wirklich nicht drauf schauen. Sie sind von der Tabelle als Vorletzter gekommen hier, haben definitiv nicht so gespielt wie ein Tabellenvorletzter. Den Gegner, also muss man mal ein Lob aussprechen, vom Spiel her war es ein guter Gegner. Meine Mannschaft hat es über die gesamten 90 Minuten eigentlich nicht verstanden, diesen entsprechend unter Druck zu setzen. Eine Vielzahl an Chancen, die wir hatten, leider nicht nutzen konnten. Und damit wurde das Spiel bis zur letzten Minute eng. Stand 1:0. Wir haben dann nochmal den Konter setzen können, der dann glücklicherweise auch zum Schlussresultat von 2:0 führte. Aber insgesamt gesehen ist sehr viel Luft nach oben, wenn man dieses Spiel als Maßstab jetzt mal nehmen würde. Es war tatsächlich ein heißes Spiel, also dass man mit gegen den Vorletzten gespielt hat, hat man wirklich nicht gemerkt. Ja? Hier alle aufgeregt gewesen, hier kurz vorm Herzkasper, aber in der Endkonsequenz doch gewonnen. Ja, gewonnen, ganz wichtig vor allen Dingen. Man muss auch so eine Spiele gewinnen, wenn man oben bleiben will, wenn man sich so eine Ziele setzt, dann muss man so ein Spiel definitiv gewinnen und das haben wir geschafft. Ja. Das ist das Positive, was wir aus diesem Spiel ziehen können als Fazit. Und die Mannschaft stabilisiert sich immer mehr. Wie gesagt, auch dieser Gegner, den musst du erst bezwingen. Das war ein hartes Stück Arbeit, aber ist uns gelungen. Ja, das war total cool. Ja, und weil wir jetzt hier noch gerade so stehen, noch ganz kurz. Ich meine, außer dem Schal, ihr habt jetzt so einen richtig schicken Dress gekriegt. Ja, haben wir. Wir haben einen neuen Trainingsanzug bekommen. Ein Sweatshirt, Langarm und noch ein T-Shirt dazu, Kurzarm. Dazu haben wir auch noch eine Spielertasche, also sprich, wo wir unsere Sachen drin haben, dass wir ein einheitliches Outfit haben. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich an unseren Vorstand bedanken, der das mit möglich gemacht hat. Und nicht vergessen das Hotel Fliegerheim, Stefan Röse-Mösentin, der hier ebenfalls nicht unerheblichen Anteil an dieses neue Dress geliefert hat. Ja, aber wie gesagt, das war ein zittriges Spiel heute gewesen. Gewonnen, Gott sei Dank. Ja. Wir werden sehen, nächstes Wochenende wieder aber, hier. Aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass es mal so ausgegangen ist. Ist auch für die Zuschauer mal wieder auf der Euphoriebremse zu treten, weil vor dem Spiel habe ich ja so Stimmen gehört, naja, also 8:0 wollen wir heute mindestens auch sehen. Ne? Ja. Und man hat auf gesehen, man gewinnt nicht jedes Spiel 8:0. Nein, das war auch so. Wo wir haben es tatsächlich unterm Publikum, habe ich auch Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist vielleicht mal ganz gut, dass wir hier auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Ja, aber gewonnen ist gewonnen. 3 Punkte genau, sind hier geblieben und nächstes Wochenende wieder hier auf wieder hier spielen wir hier Flugplatz. Gegen ja Flugplatz sage ich schon auf dem Sportplatz ja, Friedrich-Ludwig-Jahn. Genau. Und wir blenden nachher wieder ein, gegen wen wir spielen. Wir merken uns das gar nicht alles hier. Ich glaube gegen Brück. Wir gucken nochmal. Gegen Brück könnte das sein. Ja. Okay, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Ja, danke, lieber Hartmut, dass du uns hier auch immer gleich Rede und Antwort stehst und so schnell zusammenfassen kannst, was dort auf dem Sportplatz passiert ist. Ich finde das richtig cool. So, jetzt bleibt mir nur noch das Wetter. Matze, was hast du zum Wetter zu sagen? Ich bin hier falsch. Das ist zu früh. Und in Schwedt scheinen die Uhren schon ein bisschen schneller zu laufen. Die sind schon voll vorbereitet auf die Weihnachtsfeier. Ich glaube, ich hau hier wieder ab und melde mich aus. Und schon wieder zurück aus Schwedt in der Heimat. Und dann machen wir schnell das Wetter. Es wird am Dienstag vermutlich Regen geben. Ein fettes Regengebiet zieht durch am späteren Vormittag. Mittwoch klart es wieder ein bisschen auf, bis zu 3 Sonnenstunden. Donnerstag, Freitag noch mehr Sonne. Und am Samstag kann es auch schon die ersten Nachtfröste geben.
Von daher alles noch einpacken, was noch nicht winterfest gemacht wurde im Garten. Die einzigen, die jetzt dem Wetter ein bisschen positiver entgegensehen können, sind unsere zwei Ausreißer, die Richtung Banjul nach Gambia unterwegs sind. Marcel und Frank in Spanien, auf dem Weg dahin hat es auch ein bisschen geregnet durch Frankreich durch, deswegen haben sie gleich Gas gegeben, jetzt sind sie schon in Spanien. Wetter klart auf und für Marokko in der nächsten Woche, wenn sie es da schon schaffen, dort durch zu sein, kommen dann langsam dort unten die 25 Grad. Also Jungs, ihr fahrt Richtung Sonne. Viel Erfolg euch, viel Spaß weiterhin und ihr werdet ja berichten, wie es weitergeht und wir berichten hier natürlich auch. Somit auf durch die Woche, bis zur nächsten. Tschüssi. Ja, super. Also es soll kälter werden, aber abwarten. Also das glaube ich noch nicht. Wir haben ja richtig Temperaturen. Heute waren es ja wieder so knapp dran an die 20 Grad. Wir haben irgendwie sehr, sehr trockene Zeit, auch wenn es mal ein bisschen regnet. Es ist nur zum Anfeuchten der Lippen, aber nicht wirklich tiefer gehen. Schauen wir mal, was da wirklich kommt. Ja, und jetzt noch eine Info in eigener Sache. Borgheide News TV braucht natürlich auch Unterstützung. Wir sind natürlich gemeinnützig unterwegs, haben trotzdem Kosten und Mühen und Zeit auf uns genommen und bitten tatsächlich auch mal darum für kleine Spenden für unsere Arbeit, damit wir unsere Arbeit weiter durchführen können. Wir haben auf unserer Internetseite www.mediengruppe-borgheide.de, wie man auch hier in dem Bild sehen kann, ein PayPal-Konto eingerichtet und natürlich sind auch dort schon mal Spenden eingegangen. Wir bedanken uns hier nochmal ganz herzlich bei Erik, der uns auf diesem Wege unterstützt hat. Und wer immer möchte, kann dort auch mit kleinen Beträgen unsere Arbeit hier auf YouTube und für Borgheide und für die Umgegend mit kleinen finanziellen Mittelchen unterstützen. Vielen Dank euch allen und das war's auch schon für diesen Montag. Wie immer hier vor der Kamera euer Lutze und tschüss, bis zum nächsten Mal.